Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei Hans-Jörg Jennewein und bei seiner Familie. Gemeinsam mit ganz, ganz vielen Menschen wünsche ich ihm eine rasche und vollständige körperliche und seelische Genesung. Und ich wünsche ihm und seiner Familie, dass ihr Recht auf Ruhe und den vollständigen Schutz ihrer Privatsphäre von jenen Medienvertretern ernst genommen wird, die derzeit ihre Sensations- und Skandalgier auf Kosten einer Familie ausleben. Vielleicht geht es euch so wie mir. Nicht erst in den letzten Tagen frage ich mich, wo ist eigentlich das journalistische Ehrgefühl? Wo ist das Verantwortungsbewusstsein? Wo ist das Berufsethos? Und wo ist die Fähigkeit zur soliden Recherche bei so manchem Vertreter der vierten Gewalt geblieben? Und gerade in diesen Stunden drängen sich diese Fragen noch mehr auf, als sie das sonst tun. Das persönliche Leid eines Menschen, in diesem Fall von Hans-Jörg Jennewein, eines ehemaligen Abgeordneten und Mitarbeiters von uns, wird schamlos öffentlich ausgeschlachtet, um politische Drecksarbeit gegen die FPÖ zu erledigen. Man muss es so nennen, weil etwas anderes ist es nicht. Intimstes wird in die Öffentlichkeit gezerrt. Die Privatsphäre ist abgeschafft. Auf den Betroffenen selbst, auf seine Familie, auf seine Angehörigen und auf seine Freunde wird nicht die mindeste Rücksicht genommen. Dafür gibt es haufenweise Mutmaßungen, Unterstellungen, Verdächtigungen, Schuldzuweisungen und Unwahrheiten. Und diese Mixtur wird den Menschen als Information untergejubelt. Was für eine unglaubliche Täuschung. Im Minutentakt werden sogenannte Neuigkeiten geliefert. Alles selbstverständlich immer unter Berufung auf namentlich niemals genannte Insider, Parteikreise, Funktionäre und so weiter. Ich frage mich da immer, warum stehen diese Leute eigentlich alle nicht zu ihren Behauptungen? Oder, und auch das ist denkbar, gibt es diese Quellen vielleicht in Wirklichkeit gar nicht? Wie praktisch ist es da, dass es für Journalisten ein Redaktionsgeheimnis gibt? Es bringt die Verfasser dieser Art von brandheißer Information niemals in die Verlegenheit, ihre Quellen offenlegen zu müssen. Alles streng geheim, wie angenehm. Es ist eigentlich alles erlaubt. Im Unterschied zu manchen Medien stehen wir mit unserem Namen für unsere Aussagen ein. Ich habe genau deshalb vor kurzem in einem Posting die tatsächliche Situation rund um den Parteiaustritt von Hans-Jörg Jennewein, die für alle Beteiligten keine einfache ist, geschildert. Was dort steht, das sind die Fakten. Seine Schwester hat das Gleiche mit ihrem Namen gestern getan, indem sie sachliche Aufklärung zu den tragischen Ereignissen der vergangenen Stunden gegeben hat. Da zeigt sich dann ein ganz anderes Bild als das, das in den Medien groß aufgebauscht wird. Ich rede von jenen Medien, die so stolz sind auf ihre Faktenchecks und selbst doch so oft Fakten zugunsten von Gerüchten verzerren, ignorieren oder zur Seite stellen. Warum nennen Sie zum Beispiel nicht Ihre Quellen zum Thema Abschiedsbrief, wenn es tatsächlich um ehrliche und um transparente Information geht? Wer hat da etwas zu verbergen? Oder geht das deshalb nicht, weil dann bestimmte Geschichten wie Kartenhäuser in sich zusammenbrechen, weil dieser angeblich belastende Brief gar nicht existiert? Ich kann nur an die Medien appellieren, zur Sachlichkeit zurückzukehren. Das tue ich hiermit. Ich kann die Medien aber nicht davon abhalten, weiter ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben, die nicht zuletzt durch die Corona-Propaganda massiv beschädigt worden ist. Ich kann sie auch nicht davon abhalten, das politische Geschäft unserer Gegner mitzuerledigen. Aber jeder von euch kennt genügend Beispiele dafür, dieses Spiel ist durchschaubar. Für uns gilt jedenfalls weiter wie bisher, ehrlich wird am längsten. Ich denke, dass sich das schon bei den Ergebnissen der kommenden Wahlgänge zeigen wird.